Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Sekiro 2. Dieser Goblin, der sieht richtig böse aus. Uns, also wir auch ein bisschen, also die Armschienen und so. Das ist richtig toll. Also ich bin gerne mal wieder ein Böse. Ich bin sonst immer einer der nettesten Menschen irgendwie. Kann einfach überhaupt nichts Böses antun. Ich würde lieber viel, viel mehr arbeiten. Also irgendwie das zu schnell als böse zu machen. Und deshalb. Ja, habe ich mich dazu entschieden, eigentlich immer einer der nettesten Menschen einfach ein bisschen vorbildlich zu sein und ja, keine Mühe zu scheuen. Und wunderbar für die Ruckler, Dankeschön, liebes Spiel. Hast wieder richtig etwas Gutes bei mir. Ich bin gerade kurz etwas am Umstellen. Ich muss das leider machen, das geht sonst im ganzen Part so. So habe ich das eingestellt. Okay, ich habe einfach die Kerne ein bisschen ausgeschalten für das Spiel. Also nur das Spiel, die Kerne nicht aktiviert. Weil, ja, es ist blöd, es war ein ersten Intel 8 Kerne, 8, ja nicht Kerne, sondern die anderen, die Unterkategorie. Und weiß jetzt nicht genau, also sind es wahrscheinlich nicht 8 Kerne, sondern 4 Kerne. Aber Trades, glaube ich, heißen sie oder so. Und das wird dort als Kerne überall, auch bei DX, als Kerne angezeigt. Das ist natürlich schon klar. Ich werde niemals jetzt wahrscheinlich einen 8-Kern-Prozessor kaufen. Für einen neuen PC. Der wird wahrscheinlich auch einiges schlechter sein, aber einfach moderner. Also, dass es wieder ein bisschen besser ist, schneller ist. Durch verschiedene, ja, Trades. Ja, einfach besser läuft, auch mit alten Spielen. Ganz moderner Quatsch möchte ich nicht haben, wenn ich so ein Nerd bin. Ja, okay, Nerd bin ich nicht unbedingt immer. Aber neuere Spiele haben einfach noch nicht so die Magie bei mir. Das lohnt, lohnenswert macht zu spielen. So, wir sind auf dem Weg auf das große Räuberlager zu. Machen hier aber auch nochmals kurz. Hey, greift an! Hallo. Faulheit! Diese Faulheit von diesen Soldaten, von diesen Skeletten. Okay, die wollen heute nicht angreifen. Das ist ein Bug. Kann das essen? Scheinbar schon. Na gut. Dann bin ich halt ertötet, wenn der Turm auch nicht angreift. So, das ist jetzt die weiterfolgende Charakterquest. Die war ja nur am Anfang ein bisschen. Nein, die war erst. Die ist jetzt erst begonnen. Okay. Ja, also holen wir diese Abzeichen. Wie können wir das am besten machen? Es gibt keine Markierung hier drüben. Da hingehen. Das Räuberlager muss noch ein bisschen warten, aber das ist auch. Ja. Ein bisschen schwer natürlich, deshalb müssen wir uns mal ein bisschen vorbereiten. So geht's wieder, ja. Okay, es war einfach irgendwie wegen dem Platz, wieso dass die nicht angegriffen haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass NPCs und so also Probleme hatten mit dem Angreifen. Ich hoffe, es ist nicht einfach ein neuer Bug von Mod oder so. So, leider ruckelt es immer noch ein bisschen. Ja, wir machen einfach das Wichtigste jetzt mal nach oben. Die anderen können wir alle ein bisschen nachbringen, was auch wichtig ist. Also die Schilde, die bringen die Rüstung oder nur die physische Rüstung höher. Ich möchte einfach mehr Soldaten haben. Wenn wirklich die Skelette wirklich schwach sind im Endgame, müssen wir halt einfach ein Skelett wegnehmen. Also, das mache ich mir, das gönne ich mir, weil Spiele, wo einfach alles Konsequenzen haben kann und so, das ist nicht meins. Also, bin nicht gern dann einfach der Schwache, weil ich mich anders entschieden habe.
gut, das ist ja bei Grafik auch so, aber. Naja. Das ist eher zu leicht. Und da gibt es ja Mods, die alles mega schwer machen und die könnte ich dann auch wieder nicht spielen, wahrscheinlich. Das ist wenn ich mich einfach ein bisschen interessanter, also ein bisschen, ja, was ich interessant finde, dann schwach fühle und gar nicht weiter schaffe das Spiel, dann ist das Spiel für mich einfach irgendwie ein Error. Also ein Ende nicht fertig machen können und einen Frust wieder Bald neu bin ich da. anzufangen müssen und so weiter. Ist dann einfach nicht gut. Das haben vielleicht viele andere Leute nicht so. So. Ja, wir haben das Vertrauen gewonnen. Das ist gut für unsere Mission Zwecke, abgeschlossen. die wir machen. Die haben ja auch Zwecke, die Bösen. Die müssen ja auch irgendwie einen Zweck erfüllen. Halt für sich selber eher, aber ja, ich würde als Böse, würde ich nicht denen helfen. Keinen Soldaten helfen. Weil dann hätte ich natürlich auch wieder ein Problem. Wenn alle gegen mich sind, dann. Ach gut. Ich bin ja der Gute. Ich muss das gar nicht entscheiden. Oder eher der Neutrale. Ich sag halt wieder etwas zu Gutes, aber das ist natürlich klar. Ja, das ist leider alles ein bisschen kämpferisch, wir sind mager. Deshalb haben wir da die Rüstung ein bisschen ausgewechselt mit den neu gefundenen Sachen. Umlenkung werden wir dann wahrscheinlich knapp im Job irgendwann mal haben. Aktivieren können. Leider ist es wirklich ein schwacher Buff. Ich weiß nicht, ob er im Mod schwach ist, aber im Hauptspiel ist er recht schwach. Weil die Reflexionen, das Reflektieren jetzt nicht unbedingt so, ja, hart ist, dass die Gegner halt auch das richtig spüren. Und dann eher schneller regenerieren, wie das ich. In Diablo 2 war Iron Maiden, also da war einfach diese Dorn, diese Reflexion Iron Maiden extrem stark. Oder Maiden, sagt man Iron Maiden? Ich glaube, man sagt Iron Maiden. Ich bin natürlich schon richtig einer, der nicht so gut Englisch aussprechen kann, weil man natürlich auch nicht so die Lehre hatte, wie man es macht. Deshalb, ja, tut mir leid, wenn ich es falsch sage. Ich bin halt voll Noob. Im Englisch reden, voll noobisch. Ja, dieser Fürst der Minotauren ist halt einfach sackschwach, ohne Level. Ist ein Buff. Aktivieren er einfach mal. Attacke ist halt sehr gut. So schön das Eifer von Diablo 2. Eiferangriff. Der, die, das, des, dessen. Das, dasen. Ich rede so wenig Hochdeutsch, also richtig Deutsch, nur Schweizdeutsch. Immer die ganze Zeit kein Englisch, kein Französisch. Das ist natürlich alles ein bisschen schwer einzusteigen und jetzt tue ich plötzlich eigentlich auch also extrem viel wieder Hochdeutsch reden natürlich und dadurch ja gibt es natürlich auch mehr Fails bis man sich wieder gewöhnt hat aber ihr kennt mich wahrscheinlich ich bin manchmal auch ein bisschen zu viel am Denken und deshalb passieren solche Fehler auch manchmal. Ich lieb's einfach, wenn die Leute einfach ein bisschen Fehler machen und so nicht alles richtig professionell machen. Professionalität ist für mich irgendwie eine Art Langeweile. Und ein wirklich gutes Video, ein Review oder sonst irgendwie ein Test von einem Entwickler, also von einem ja, Zeitschriften und einer Website ist und so, sie reden. Alles wirklich wissen, was sie reden, so, dann ist es für mich Langeweile. Auch in Filmen ist mir einfach Langeweile. Es muss Fehler geben, es muss alles irgendwie
ja, nicht gerade so ausgesprochen werden. Damit es einfach normal ist. Und sonst kann man ja lernen. Man lernt ja aus Fehlern. Und ich lerne eben sehr schnell. Dann geht es irgendwann auch wieder. Also hier ist es deutlich flüssiger. Ist gut. Und ja, sonst kann man wirklich diese Ruckle auch nicht ausmachen. Ich wollte lieber schönere Grafik haben als flüssiger. Geht ja mit 60 FPS einfach, diese kleinen Mikro-Ruckle sind dann irgendwie ja ganz weit unten. Aber das ist das Spiel. Deine Ahnen warten. Bild ist doch super. Ich unterschätze meinen PC einfach ständig. Der kann so viel. Aber hat dann einfach Probleme bei den Spezialeffekten, wenn er alt ist. So HDR, Blumen und so Sachen ist halt nicht so. Also Blumen geht ja noch. Und ja, Performance. Ja, TX, AA. Sag ich wahrscheinlich wieder falsch irgendwie. Ist natürlich nicht so möglich. Ja, kick mal, kick mal. Schön kicken. Ja, der Turm müssen wir da auch ausbauen. Der ist viel zu schwach und zu langsam. Hm. Den ständig zu platzieren. Also aber Attack ist halt auch schwach. Wir sollen lieber wieder den Turm einsetzen. Aber auch nichts verbauen. Ja, alte Magie macht noch nicht Sinn. Macht alte Magie bei Skeletten Sinn? Nee. Konzentration an zweiten Buff ist natürlich wichtiger. Ja, okay. Konzentration mit Astralebenen Fokus lieber setzen. Gut, dann ja. Haben wir die Quest sozusagen hier fertig. Die Quest ist schwer mit Geister. Die mache ich jetzt nicht. Eventuell gar nicht. Die ist langweilig. Gnomleichen pflastern meinen Weg. Ja, es ist halt schon echt taktisch das Spiel. Also da muss man wirklich auch ein bisschen mehr überlegen, wo man hingeht und welche Quests man macht. Dank dem Mod. Im Hauptspiel oder im Community Patch ist es nicht so. Da kann man einfach alles machen. Oder fast alles machen. Einen höheren Schwierigkeitsgrad dann nicht mehr machen. Und, ja, das gibt so eine Art Gothic-Feeling und deshalb mag ich das Spiel auch. Ich will sehen, dass manche Gegner einfach auch stark sind. Sehe wirklich, entweder Taktik braucht, entweder ein bisschen Angst oder ja, halt viel Heilung braucht. Im Leben läuft auch nicht alles immer glatt. Aber währenddessen ist es halt auch wichtig, dass man auch ein bisschen Spaß hat, ein bisschen Schnelligkeit hat und wenn ein Gegner elend lang braucht, ist der Spielfluss halt schon extrem Ding. Also, ja, Last Epoch ist so ein Spiel, da ist der Spielfluss extrem gestört manchmal. Wenn manche Gegner richtig zäh sind oder richtig stark sind und dann wieder nicht und so alles mögliche. Deshalb gefällt es mir halt auch nicht mehr so. Es war wirklich mal mein Lieblingsspiel. So anfangs 2020 war es mein Lieblingsspiel. Wo es auch nicht so gut war. Das ist ein guter Ring. Aber leider nicht für uns ein Bild. Das ist Taktikhund ist für Nahkampf und also für Waffenschaden. Und Crit-Chance für Waffen. Ist leider nichts für uns. Wir könnten hier die Quests machen, aber wir gehen mal hier außen herum, weil hier ist ja noch die Charakterquest, genau. Ja, und im nächsten Part gehen wir dann wahrscheinlich noch direkt
ins nächste Gebiet, rechts von Zweibach. Genau. Eigentlich haben wir hier nichts mehr so viel zu tun, also es lohnt sich einfach nicht mehr so. Im Menschengebiet werden wir vielleicht ein bisschen länger bleiben. Da lohnt sich es wieder ein bisschen mehr Quests zu machen. Außer der Nordosten. Das gleiche, was ich heute im Bad auch schon gesagt habe. Geister. Geister. Physische Pilzfällige. Schlechte. Eine schlechte Entscheidung, lieber Zuschauer. Das wird uns so bremsen und die droppen einfach nicht gutes Zeugs. Das ist nicht gut. Auch wenn ich den Banshee gerne angreifen würde. So, ich finde Spoiler, aber das ist nicht unbedingt so ein wichtiger Boss. Aber das ist einer der interessantesten Bosse. Weil er völlig neumodisch ist, also richtiges. Etwas Neues, oder? Was man jetzt nicht denkt, ist in diesem Spiel ist. Aber was es ist. Ja, es sagt eigentlich aus, dass es irgendwie ein Mädchen ist, das irgendwie Magie beherrscht. Ein Banshee ist ein Seelen. Das ist Englisches. Zeugs kenne ich nicht. Irgendwas mit Seele. Verlorene Seele oder so. Es gab ein Spiel auf dem auf der PS2 oder what, nein, One. Fake Grand Story von Square Enix. Die haben. Da hat es, glaube ich, auch einen Banshee gegeben. Also gab es einen Gegner Banshee, das war ein Geist mit Mädchengestalt. Ach, glaube ich, ohne Beine oder so. Und die waren brutal stark. Die hatten irgendwie auch so einen Fluch, wo man extrem viel Schaden bekommen hat, reflektiert oder so. Das Spiel möchte ich gerne spielen, aber ich möchte jetzt keinen Editor oder so benutzen müssen. Ob es das jetzt auf der PS5 gibt schon, PS4, müsste ich dann Geld haben und eine kaufen und das Spiel dann euch zeigen. Weil es wird noch nicht viel Let's Play, also es wurde ein oder zweimal recht unbeliebt Let's Play. Okay, Sklavenhändler. Oh ja, das ist... Das müssen wir... Ein Mädchen und so. Oder eine Frau retten. Gut, haben wir hier einen Agent, der uns ein bisschen hilft. Das hätten wir lange gesucht. So, wie können wir jetzt in der Höhle den Turm gut platzieren? Geht eigentlich nicht, also wir könnten eventuell nicht weiterkommen wegen dem Turm. Störe mich nicht! Kannst du mal weggehen? Nebenbei die Kiste öffnen. Sehr unprofessionell. Da ist eine Falle irgendwo. Nicht? Ja, jetzt haben wir natürlich schlecht platziert. Das ist jetzt schlecht. Schade, dass man die nicht empfehlen kann. Aber wir kommen durch. Ja, wir machen das jetzt mal ohne. Wir machen schadiges Miasma immer wieder an. Ja, kriegen das gut hin. Macht alles genug Schaden. So, seid ein zarter Bursche. Das muss ich euch lassen. Ihr nehmt das Mädchen mit. Sie ist ohnehin nicht zu viel wert, zu viel zu gebrauchen. Auch sässiges Gehör. Und keine Sorge, ich werde sie und ihre Familie in Ruhe lassen. Seid rein, diese Art sind nicht gut fürs Geschäft, wenn ihr versteht. Das war leicht. Okay. Da haben wir mal wieder Glück gehabt. Eine Vampirin. Ja, Sat 11. Diese Rings sind von Dungeons & Dragons Games. Baldur's Gate wahrscheinlich. Icewind Dale. 1 und 2 oder 1 oder nur 2. So Sachen. Manche kenne ich aus Neverwinter Nights, das habe ich lange gespielt, gerne gespielt. Das war schon richtig auch ein geiles Spiel. Der zweite Teil, da war mir ein bisschen zu schwer dann, ein bisschen zu komplex. Zum richtig, ja, genüsslich zu spielen, da muss man sich ein bisschen mehr hineinfuchsen.
Ja, können wir da nicht weiter zoomen. Gehen wir kurz ins Möbellager. Ja, wir haben einen Begleiter, aber der ist unbesiegbar, denke ich. Skelette, ihr könnt auch ein bisschen schneller laufen, wenn es geht. Ja. Okay, wir machen das auf den nächsten Part, sonst haben wir da ein Problem mit der Überlänge. Wir müssen ja sowieso leveln, also es geht so schnell, die Skelette machen so viel Schaden, das ist unglaublich. Deshalb einfach kurz das Ding aktivieren, die Quest beenden, sonst haben wir da in zwei Parts die Quests, also die Questteile von der Charakterquest. Das ist ja auch nicht unbedingt so, ja, dass ihr das wieder könnt im nächsten Part, oder? Vielleicht habt ihr es schon wieder ein bisschen vergessen. Und ich würde auch gerne ein bisschen längere Parts manchmal machen, wenn es nicht anders geht. So, Überlänge haben wir aber noch nicht. Das ist gut. Ich danke dir. Du bist ein guter Kamerad. Ich habe nicht viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies hier. Warte. Was? Er hat mich Sache gut. Es hat gekämpft. mich gut geschützt. Erledigt. Okay. Weiter im Text. Ja, das ist ein. Das ist etwas Gutes, oder? Das muss ein Angriffswert. ganz besonderer Gegenstand sein. Was ist die Rüstung? 9, 12. Ist schlecht. Ich brauche kein A. Ja, ich brauche aber auch keine A. Regenerationsbelastung. Schadensumwandlung. Das gibt's jetzt wieder? Ich habe ja nie Items mit der. Mit der Seraphim in einer älteren Version hatte ich diese Sache nie. Umwandlung in einem Ding. Das ist so cool. Es steigt wirklich sehr wenig, deshalb machen wir auch Knochenturm schon höher. Ihr müsst nicht so schauen, so weit runterzukommen mit der Ausdauer. Einfach auch erhöhen. Lohnt sich mehr, wenn er mehr Schaden macht. Also wenn er weniger Schaden macht. So, hier sind wir wieder ein bisschen Sicherheit, weil ich auch immer einige Zeit brauche, um den Part zu anfangen. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man mit Skelett, mit Gegnern einfach voll gestört wird. Machen wir hier einen schönen Ausblick. So. Und dann haben wir im nächsten Part auch wieder einen schönen Anfang. Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, es war gut genug für euch. Sagt, nennt Kritik und ja, auch Feedback natürlich, auch gutes Feedback, wenn ihr es wirklich auch gut findet. Und sonst redet, schreibt, also schreibt, Discord dürft ihr gerne mit mir reden. Und für euch ist es natürlich schon lohnenswert, weil viele Let's Player und so, die achten gar nicht, dass sie besser werden. Die wollen ja auch nicht zu viel Stress. Ich möchte schon Stress. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.